Ich bin Kapitän Olimar. Oder Captain. Mein Raumschiff ist die Dolphin. Diese Geschichte erzählt von meiner Bruchlandung auf einem unbekannten Planeten. Und davon, wie ich gerettet wurde. Okay. Nach dem Absturz waren die Teile meines Raumschiffs in alle Winde zerstreut. Es gab für mich keine Möglichkeit, zu meiner geliebten Familie zurückzukehren. Ich dachte, es wäre mein Ende. Oh, Pikmin. Doch dann stieß ich auf eine seltsame Spezie, die ich Pikmin nannte. Den Instinkt der Pikmin prägt, dass sie stets Gegenstände transportieren wollen. Meine Sklaven. Erst ihre Hilfe ermöglichte den Transport fehlender Schiffsteile. Die Zeit verging und ich traf auf eine weitere rätselhafte Kreatur. Sie wirkte geschwächt. Daher habe ich ihr ein Leckerchen zugeworfen. Wir wurden dann schnell Freunde. Nice. Auf der Suche nach den Raumschiffteilen ist sie meine verlässliche Partnerin. Und nun nähert sich die Suche ihrem Ende. Juhu. Ja. Die Demo-Version von Pikmin. Wir sind im letzten Gebiet angekommen, das es noch zu erkunden gibt. Ein Haus? Doch, was ist das für ein Ort? Oh, der Wauwau. Etwas an diesem Gebiet unterscheidet sich von den Orten, die wir bisher entdeckt haben. Wartet, wo lauft ihr denn hin? Hm, naja, die sind eh nicht so smart. Och Leute. Warum bleibt ihr nicht einfach da? Naja, egal. Hm, das ist kein gutes Zeichen. Pikmin laufen nicht einfach so weg. Ich sollte sie wohl zu mir zurückrufen, bevor ich mich auf die Suche nach den fehlenden Schiffsteilen mache. Der komische Hund, Alter. Warum hat er nur zwei Füße? Alter! Was? Hallo, Pikmin, seid ihr hier? Hier habe ich doch Pikmin gesehen. Hm. Vielleicht verstecken sie sich hinter diesen Objekten. Wir sollten sie zerbrechen und einmal nachsehen. Beim Springen kann man Kraft sammeln. Also X gedrückt halten. Dann gut zielen und mit voller Kraft sprinten. Ja. Ach du Scheiße. Meine Sklaven, kommt wieder zu mir! Pikmin. Kommt her. Aha, ich wusste doch, dass sie hier irgendwo sein würden. Ich halte einfach B gedrückt, um sie mit meiner Pfeife zu mir zu rufen. Sklaven! An die Arbeit. Halten die sich jetzt am Hund fest? Okay, ich hätte lieber eine Katze. Die Pikmin sind einfach so fortgelaufen, wenn ich nur wüsste, warum. Ich notiere mir das besser in meinem Logbuch, damit ich es später nicht vergesse. Man weiß nie, wann einem diese Informationen noch nützlich sein könnten.
Wie formuliere ich das am besten? So, später. Ja, glaube ich, besser. Seltsame Zeiten. Als ich in diesem Gebiet landete, verhielten sich die Pikmin höchst seltsam. Sie stürmten aus der Zwiebel und versteckten sich sofort. Ohne sie finde ich die Dolphin-Teile nicht. Ich werde die Pikmin suchen und sie mit meiner Pfeife zurückrufen. Meine Sklaven sollen das Schild zu mir halten. Ich muss die fehlenden Schiffsteile finden. Wenn mir mehr Pikmin helfen würden, ginge die Suche um einiges schneller voran. Ja. Na, das ist ja nice. Aha. Arbeiten, habe ich gesagt. Wenigstens eine Pikmin sind wieder da. Ich weiß nicht, wo der eine hier war, aber okay. Nehme ich mit. Was seid ihr hier hinten? Ja, Sklaven. Kommst du da nicht hoch? Suchen wir unten weiter. Nicht nach unten sehen. Was ist denn eigentlich, wenn ich... Wird ein ganz schöner Wind. Ah, da kommen wir wieder hoch. Okay. Hab euch gesehen. Ey, alle. Ja, kommen. Sklaven. Angetreten. Ich weiß, wie wir dort wieder und drücke einfach X, um zu springen. Ich will wissen, was da oben ist. Sklaven. Ich brauche eine Kreatur. Doch ich sehe kein Schiffsteil. Ob sie es verschluckt hat? Diese Stacheln machen es schwierig. Ich muss eine Lücke finden. Vielleicht sollte ich einfach X gedrückt halten, damit wir Kraft aufbauen und zur rechten Zeit auf die Kreatur zu sprinten. In der Zwischenzeit umkreise ich sie und warte auf eine gute Gelegenheit für einen Angriff. Angetreten! Oh, Hundi! Ah! Fast geschafft. Eine ziemlich gefährliche Kreatur. Bleh. Ekelhaft. Ja. Das Interstellar-Radio, wir haben es gefunden. Damit kann ich endlich einen Notruf absetzen. Juhu. Hä? Ich habe noch nicht mal alle Pikmin gefunden. Na gut. Da sollte ich noch nicht hingehen. Belastend. Aber egal. Das ist nur eine Demo. Wenn die ein bisschen kürzer ist, ist ja nicht schlimm. Gibt noch irgendwie einen anderen Modus. Aber keine Ahnung. Die Ladezeiten sind ziemlich lang. Vorhin schon richtig lang gewartet, jetzt schon wieder. Verstehe ich nicht. Gut, es ist... Ich will jetzt nicht sagen Open World, aber ist schon groß. Und dass die Switch OLED damit nicht klarkommt, ist schon komisch. Ich weiß ja nicht, wie es bei dem neuen Zelda ist, aber da geht es wahrscheinlich schneller. Ich hatte mein Interstellar-Radio wieder. Also sende ich sofort ein SOS-Signal. Mein aktuelles Logbuch schickte ich ebenfalls mit. Okay. Tage und Wochen vergingen doch. Einen Monat später erreichte mein Notruf die Rettungscrew. Sie brach sofort zu diesem Planeten auf, um mich sicher nach Hause zu bringen. Wer sind denn die Leute? Doch leider hatte das Schicksal andere Pläne.
Die Retter, die mir zu Hilfe eilen, sollten stürzen ebenfalls ab. Aber das sind jetzt nicht Alf und so. Zwei Raumschiffe, die am gleichen Ort abstürzen, das ist großes Pech. Zu diesem Zeitpunkt schien alle Hoffnung verloren. Oh. Doch ein Mitglied der Rettungskrew war in der Zentrale verblieben. Ein Neuling, du. Und du bist meine letzte Hoffnung. Okay. Notfalleinsatz. Was? Rette die Rettungskrew. Dem Notfallprotokoll folgend wurde die Crew angewiesen, das Raumschiff unverzüglich zu verlassen. Die verstreuten Rettungskrew-Mitglieder zu finden, hat oberste Priorität. Ja, ich sollte doch sofort... Als ob man jetzt seinen eigenen Charakter erstellen kann. Hallo. Ah. Das ist er. Na! Jo, Alter. Sehen alle irgendwie so komisch aus. Kann ich... ich würde eher sagen... Ja komm, ich mach mich mal groß. Alter. Wie Olimar. Die Frisuren, Alter. Ach komm, mach mal Iroh. Oh, das ist ganz wildes mit grünen Haaren. Und einen blauen Anzug. Ja, ich bin Tim. Perfekt. Ja, so sehe ich auch aus dem Gesicht geschnitten. Das neueste Mitglied der Rettungskrew erhielt vor kurzem die Mission, die vermissten Crewmitglieder zu finden. Ich sehe nichts. Ich habe meine Augen dauerhaft geschlossen. Nicht nur mein eigenes Schicksal. Sondern auch das der Rettungskrew. Liegt in den Händen eines unerfahrenen Neulings. Okay. Landeanflug. Ja, da bin ich. Okay. Sind die vermissten Crewmitglieder. Wie ich mit den Händen hier immer so schwinge. Hui, hui, hui. Ein Bauwau. Hätte gerne Katze. Immer noch gerne Katze. Otchin, der Heimatplanet Jija. Ein junger, loyaler Rettungshund, dessen Vorfahren schon die Shepard-Familie unterstützen. Dies ist seine erste Mission. Wow, ist unser Rettungshund. Du hast den Rettungshund der Rettungskrew gefunden, Otchin. Doch die verbliebenen 6 Rettungskrew-Mitglieder werden noch immer vermisst. Egal. Mach mal Hundi. Alter, wer ist das denn? Du hast einen Gestrandeten gefunden. Er braucht deine Hilfe. Zieh! Natürlich schafft der kleine Hund das. Ja, natürlich. Ist hier keine Pikmin? Toll, die ganze Erde ist weg. Wie auch immer er das geschafft hat. Angetreten, mein Sklave! Du, ich bin jetzt dein Gebieter. Du unterstehst meinem Befehl jetzt. Bist du das Otchin? Der war aus wie Pinocchio. Yeah, pa!
Den Stern sei Dank. Ich war mir nicht sicher, ob mein SOS-Signal die Zentrale erreichen würde. Gut, Ochin, ihr habt mich also gefunden und gerettet, und zwar gemeinsam. Es überrascht mich jetzt schon etwas. Normalerweise hört Ochin auf niemanden außer der Anführerin. Ah, ich sollte mich wohl besser vorstellen. Ich bin der Kommunikationsspezialist der Rettungsgruppe. Mein Name ist Colin. Oder, ja, besser gesagt, Pinocchio. Sagt er als Kommunikationsexperte für die Verständigung innerhalb der Rettungsgruppe und ist außerdem ein begabter Techniker. Also der Alf-Ersatz. Super. Du hast Colin, den Kommunikationsexperten der Rettungsgruppe, gefunden. Doch wo sind die restlichen Mitglieder der Rettungsgruppe? Wegen eines Erdrutsches bin ich hier nicht mehr weggekommen. Als ich zu hungrig wurde, habe ich den Tiefschlaf aktiviert. Du bist unser Neuzugang, richtig? Und dein Name war Tim? Ich bin dir sehr dankbar, dass du mich gerettet hast. Wie gesagt, war ich derjenige, der das SOS-Signal gesendet hat. Die anderen von der Rettungscrew, tja. Wir hatten eine unsanfte Landung. Als wir in den Planeten Asusar eintraten, verloren wir die Kontrolle über das Schiff. Was ist passiert? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir waren zu sechst auf dem Schiff, doch wir wurden getrennt, als das Notausstiegssystem aktiviert wurde. Eigentlich sind wir gekommen, um Captain Olimar zu finden, der hier abgestürzt ist, doch wir erlitten das gleiche Schicksal. Das ist mir fast schon peinlich. Meinen Informationen zufolge ist unser Raumschiff die Shepard irgendwo in diesem Bereich hier gelandet. Allein konnte ich sie allerdings nicht erreichen, aber vielleicht finden wir ja jetzt gemeinsam eine Möglichkeit. Und wenn wir Glück haben, finden wir auf dem Weg dorthin auch noch einige unserer Kollegen von der Rettungscrew. Aber bevor ich es vergesse, das hier ist für dich. Ein offizielles Rettungscrew-Tablet. Darüber teilen wir Informationen. Zum Glück habe ich immer ein Ersatz-Tablet dabei. Drücke nach oben, um dir unsere Mission anzusehen. Version 20.01. Diese Funktion kannst du jederzeit nutzen, wenn du wissen möchtest, welche Aufgaben höchste Priorität haben. Es gibt noch weitere praktische Funktionen, aber ich kann sie erst installieren, wenn sich die Lage beruhigt hat. Im Moment ist für dich nur wichtig, dass du jederzeit nach oben drücken kannst, um dir deine Mission anzusehen. Falls nötig, kannst du auch Minus drücken, um per Schnellreset andere Funktionen zuzuweisen. Ja. Und jetzt lass uns aufbrechen, um die Shepard zu finden. Okay. Ich möchte Pikmin haben. Ich brauche mehr Sklaven. Wo sind meine Sklaven? Ich brauche mehr Sklaven. Die Shepard. Da ist sie, die Shepard. Was ist ein R-Protokoll? Oh. Okay. Ich kann das Schiff sehen, doch ich weiß nicht, wie wir es von hier aus erreichen sollen. Aber irgendwie kommt mir die Umgebung bekannt vor. Ich erinnere mich an etwas. Es ist gleich da vorne. Los gehen wir. Oh, da passiert doch gleich was. Irgendwas. Die Pflanzen dieses Planeten sind riesig. Sei vorsichtig und zieh dich mit R gut um. Seht nur, da drüben. Das große Loch im Boden. Wenn wir nur einen Weg dorthin finden würden, dann könnten wir endlich zur Shepard gelangen. Ah ja. Versteckt sich da drin etwas? Mach mal schneller, Hundi. Das ist genau das Richtige für Rettungshunde. Sie tun nichts lieber, als im Boden zu graben. Bravo, Ochin. Das bisschen Erde hätte ich nicht auf. Fast geschafft. Ui. Da sieht man mal wieder, warum Rettungshunde unser ganzer Stolz sind. Hä? Ist das hier genauso ein Loch wie das andere, das wir gesehen haben? Gut gemacht, Ochin. Ich frage mich ja, ob die beiden Löcher unterirdisch miteinander verbunden sind. Das sieht ganz schön tief aus. Nun, es hilft ja nichts, wir werden wohl einfach den Sprung hineinwagen müssen. Nichts hier rein. Ganz genau, und los. Ich wünschte nur, es wäre nicht zu finster. Junge, wir haben Lampen an unseren Köpfen dran. Hui. 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 Höhle des Anfangs, Ebene 1. Ah ja. Ich weiß nicht, wie lang das die Demo geht. Ich weiß nicht, ob das ein Part wird oder ob das jetzt zwei werden und ich die irgendwann splitte, aber mal gucken. Und die, was sagst du? Was machst du? Meine ich. Oh, was ist denn Ochin?
Er scheint uns etwas mitteilen zu wollen. Vielleicht befindet sich jemand von der Rettungscrew hier unten. Ah, oh, das ist langweilig, die Rettungscrew. Ich möchte Sklaven haben. Sackgasse. Versuchen wir es woanders. Schnecken? Du hast Angst vor Schnecken? Ich kann kaum glauben, dass wir sie ausgerechnet hier gefunden haben. Hör zu, das da drüben ist die Anführerin der Rettungscrew. Bemühe dich um einen guten Eindruck, Tim. Viele Vorfahren der Chefin waren auch Anführer, also. Jetzt ist nicht der richtige Moment für eine Geschichtslektion. Schnell, tut was! Ja, es sind nur einfach Schnecken. Kannst runterkommen. Jetzt können wir uns etwas entspannen. Chefin, wir haben uns um die Kreaturen hier unten gekümmert. Du kannst wieder runterkommen. Das war kein Moment zu früh. Vom langen Festhalten sind meine Arme schon ganz taub. Jetzt schön langsam. Wie geht es dir, Colin? Bist du unverletzt? Das gleiche sollte ich dich fragen. Ich bin jedenfalls froh zu sehen, dass dir nichts passiert ist. Und wen haben wir hier? Ah, wir haben uns doch beim Training getroffen, um mich erneut vorzustellen, Anführerin Shepard. Hast du etwa Ocean den Befehl gegeben, diese Kreaturen anzugreifen, Tim? Eigentlich hört Ocean doch nur auf meine Befehle. Tja, da hat es sich das ganze Training wohl ausgezahlt. Weißt du, dass ich dich das erste Mal beim Training sah, hatte ich so das Gefühl, dass du gut im Umgang mit Hunden bist. Bin eher der Katzenmensch, aber egal. Rettungshundmitglied der 99. Generation ist von Rettungshunden begeistert, seit sie als Kind von einem gerettet wurde. Du hast die Anführerin gefunden. Wir haben die Anführerin der Rettungsgruppe Shepard gefunden. Mit ihr an unserer Seite können wir wieder Hoffnung schöpfen, dass alles ein gutes Ende nehmen wird. Ich möchte mich nicht unterbrechen, Chefin, aber wie hat es dich eigentlich hierhin verschlagen? Als ich die Umgebung erkundete, fand ich ein seltsames Loch. Ich sah hinunter, verlor das Gleichgewicht und fiel hinein. Auf der Suche nach einem Ausgang bin ich in der Höhle umhergeirrt, bis ich auf diese ekelhaften, schleimigen Kreaturen traf. Moment mal, bist du in das Loch gefallen, das sich in der Nähe des Shepard befindet? Wir wollten die Höhle durchqueren, um genau dieses Loch zu erreichen. Warum stehen wir denn noch hier? Kehren wir zu Shepard zurück. Verstanden. Stimmt etwas nicht? Du hast ja gar nichts gesagt, Tim. Wenn wir etwas bestätigen, sagen wir bei der Rettungsgruppe verstanden. Lass es uns mal zusammen probieren, ja? Verstanden. Alles klar. Naja, du bist sicher etwas nervös. Das ist ja auch ganz normal. Schließlich ist dies deine erste Mission. Es kommt schon alles noch. Mach dir keine Sorgen. Noch ein Tipp, sieh dir den Shepard-Dokumente an. Sie enthalten wichtige Informationen für unsere Arbeit. Einfach mal flexen hier. Ja, Ratschläge braucht niemand. Okay. Der sieht ganz weird aus, aber egal. Du kannst über den Tablet auf sie zugreifen, wann immer du sie brauchst. Nutze sie also gut bei deiner Arbeit. Da du dich mit Ocean so gut verstehst, erkläre ich euch offiziell zum Partner. Ich werde ein Auge auf euch beide haben und sehen, wie du dich im Umgang mit einem Rettungshund so machst. Okay, danke. Schwierige Sache. Was meinst du, Tim? Ich meine... Können wir irgendwo Pause machen? Nee, aber in der nächsten Folge geht's ja weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.